mit Feuer! Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Mir nach, Krieger! Sieg oder Tod! Alles Nordleute. Wo sind diese fränkischen Hunde? Die Stille zehrt an mir. Schilde hoch! Die Götter! Ich bin in Odos Falle getappt wie ein Frischling! Nicht verzagen, Siegfried. Die Schlacht ist eine wankelmütige Göttin. Onkel, es ist noch schlimmer. Späher berichten, dass dieser Kriegerpriester, Guzelin. Ja, er sammelt eine große fränkische Streitmacht im Osten, in dieser Kirche. Verdammt, auf offenem Felde werden sie uns zermalmen. Was sollen wir tun? Unsere Katapulte könnten diese Kirche treffen, aber sie sehen das Ziel nicht. Wir sollten Leuchtfeuer auf den Türmen entfachen. Das gäbe den Katapulten einen Anhaltspunkt. Ja, mach das. Ich schaffe die Verwundeten raus und mache die Katapulte bereit, bevor ich nachkomme. Gut. Und ich werde diesen Kriegerpriester Guzelin ausschalten, ehe er die Franken versammeln kann. Eivor, los! Wir müssen die Türme in Brand stecken!
schießen die denn hin? Schon so gut. Au! Jetzt stirbst du! Was zur Hölle! Zielübung! Gleich ist es vorbei! Es stinkt, verdammt! Por Deus, du langweilst mich! Du! Ich erinnere mich, du bist der stumme Narr aus der Schenke. Mein ewiger Dank ist dir sicher. Ich schätze, du suchst den Kriegerpriester Gozelin. Bitte, nimm den Kirchenschlüssel. Mir hat er nichts als Ärger gebracht. Danke. Du hast deine Sprache also wiedergefunden, was? Come on.
Du hast nichts gesehen. Du hast nur Angst, mehr nicht. Doch, Papa! Das große Kreuz hat sich bewegt! Es hat gewackelt! Fürchtet euch nicht, Brüder! Wenn dieses Kreuz hinter auf jemanden diesen fallen Steinmauern würde, im Haus Gottes sind wir sicher! Sicher? Die Nordleute sind durch das Stadttor gebrochen! Nur um in unsere Falle zu tappen! Und jetzt bereiten sich unsere Krieger auf meinen verheerenden Gegenangriff vor! Wir werden sie zwischen den Türmen und Mauern zermalmen! Wir werden sie erschlagen und ihre Dörfer niederbrennen! Nun, betet mit mir, gute Leute! Betet zu Gott und allen Heiligen, uns von dieser Heidenplage zu befreien! Wofür beten? Für einen schnellen Tod? Du hast versagt, Bischof! Wir wollen beten, dass König Charles und sein Heer kommen, um unsere gottlosen Feinde zu vernichten. Mein Gott, ist das Dunkelheit oder das Licht? Geh zu deinem festgenagelten Gott, dem du im Leben gedient hast. Mama, ich hab Angst. Räumt die Halle. Ruhig, mein Kind. Shh. Komm, Ava. Der Kampf tobt noch in den Straßen. Wir brauchen deine Stärke. Blutroter Wein für dein Trinkhorn, mein Bruder. Wird das enden, Toka? Sollen alle sterben? Es ist wie befürchtet. Der Blutdurst hat ihn übermannt. Er schlachtet die ganze Stadt ab. Wenn ich Graf Odo finden und zur Aufgabe bringen kann, hört dieser Wahnsinn vielleicht auf. Siegfrieds Krieger haben die Tore zu Odos Palast umstellt. Guzelin ist tot und die Straßen gehören uns. Wir verlegen die Katapulte, um die Palasttore zu durchbrechen. Es muss einen anderen Weg über, unter oder um diese Mauern herum geben. Nolwenn sprach einst von einem Tunnel im Südwesten. So oder so. Ich finde schon hinein.